Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. Natürlich wieder mal mit diesem schönen Buggy. In der letzten Folge haben wir auch ein paar wunderbare Rennen gefahren am Flughafen. Haben mal der Konkurrenz so ein bisschen gezeigt, was wir können. Hier ist wieder ein Polaris. Das war die Horizon Edition natürlich. Also gibt es jetzt mittlerweile drei Polaris im Spiel. Der normale, der glaube ich in der Rockstar oder Monster Edition, ich weiß nicht genau, und der Horizon Edition. So, wir fahren heute wieder mal ein paar kleine Rennen. Und wir haben in der letzten Folge mit einem Scheunpfund aufgehört. Deswegen machen wir diese Folge mit einem Scheunpfund weiter. Ganz Bei einfach. nächster Gelegenheit Sagen wir mal, fahren wir einfach mal ein bisschen Offroad. Weil wenn wir schon so ein mega Gefährt haben hier, was einfach ganz schön krass dafür ist. Das sollten wir jetzt auch mal nutzen. Ja, man sieht schon. Da fährt hier butterweich durch. Das ist überhaupt kein Problem. So, schauen wir mal, wo die Scheune ist. Ist einfach mal da hinten einen Punkt drin gesetzt. Ist gerade auch nicht so schönes Wetter in Australien. Klingt bestimmt. Autsch. Weinbaum. Es fängt bestimmt auch gleich an zu regnen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Aber das ist uns ziemlich egal. Weil mit dem fucking Buggy können wir einfach jedem Wetter standhalten. Hallo. Guten Tag. Was gibt es denn hier so Schönes? Ist das sowas wie eine Molkerei oder so? Die war jetzt ebenfalls nicht schwer zu finden. Genau wie die aus der letzten Folge. Okay, dann schauen wir mal rein. Schon wieder Mastercard. 69er Dodge Charger Daytona. Sieh dir diesen riesigen Heckflügel an. Das ist ein getunter NASCAR-Bolide. Was sucht dieses Geschoss hier draußen? Weiß ich nicht. Vielleicht dachte sich der Besitzer so, ja, das Ding brauche ich nicht mehr. Aber dann ging einfach weg von der Garage. Ja. Bringe den Charger in Red die weiter. Werkstatt. Ich versuche mal, ihn wieder flott zu machen und vielleicht auch rauszufinden, wie er überhaupt hier gelandet ist. Das würde ich auch gerne erfahren. Aber ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Na. Wir haben hier einen unentdeckten PR-Stunt, den wir natürlich machen. Warum ist es immer noch hier so? Ach, muss ich hier drei Sterne erreichen oder was? Damit das Symbol weggeht. Oder, ne, das bleibt einfach so. Ne, wir machen mal. Wir gehen hier zur unentdeckten Strecke. Schauen mal, was da so los ist. Dann werden wir auch erstmal dann das Auto wechseln, glaube ich, nach dem Rennen. Oder vielleicht nach dem zweiten Rennen. In 400 Metern links abbiegen. Ich weiß noch nicht genau, was wir danach fahren werden. Wir könnten auch in eine andere Stadt wechseln, oder in einen anderen Festivalort. Das wäre auch möglich. Links abbiegen. Vielleicht wieder was mit Offroad-mäßiges, wenn wir hier im Outback bleiben. Vielleicht sowas wie ein. Ja, halt so die Klasse Mitsubishi Evo, Subaru Impreza. 400 Metern rechts abbiegen. Weil da gibt es auch richtig geile Teile. Oder auch alte Rallye-Autos würden auch gehen. Ja, Hot Hatches würde ich auch wieder cool finden. Weil sie sind mir, soweit ich weiß, noch gar nicht gefahren. Sie haben Ihr Ziel So, erreicht. Whetstone Mine Grip Strecke. Grip Rennen, meine ich. Ich mit unserem Buggy hier. Ist auf jeden Fall auch ein tolles Gelände, wo wir gerade sind. So ein kleiner Spielplatz, würde ich mal behaupten. Und wir fahren in der Nacht. Das könnte interessant werden. Wir starten hier unten. Ist ja cool. Aber wie der Polaris einfach abgeht beim Start, das ist nicht mehr normal.
Da waren ja überhaupt keine Schnitte mit dem Ding. Ja gut, der wiegt bestimmt noch nichts. Hat trotzdem ganz viel Leistung. Ist ja eine putzige Strecke. Was mache ich denn da? Und Michel fährt die auch mit die 1TV. Auch ein netter YouTuber. Hat auch schöne Videos. Das müssen wir auf jeden Fall noch optimieren. In den nächsten Runden. Wow. Wow. Man sollte nicht auf einer Rampe querfahren. Da könnte man auch schief fliegen. Vor allem auch schief wieder aufkommen. Das ist nicht günstig. Und die Strecke ist lustig. Weil die brauchen auch noch nicht so schnelle Autos. Weil die, da müsstest du vielleicht eine Sekunde oder zwei Sekunden Gas geben, dann wieder bremsen, dann kommt eine Kurve. Dann wieder zwei, drei Sekunden Gas geben. Das wäre total langweilig. Hier kannst du auch mal ein bisschen länger Gas geben. Ja, geh mal weg hier. España. Gib doch Gas. Das Gaspedal ist rechts. Da ist schon wieder der nächste, der mich überholen will. Dieser Idiot. Ich weiß, wo man Gas gibt. Oder vor allem, wann man Gas gibt. Weg. Meine Güte. Reicht das noch? Wäre schon die zweite Runde vorbei. Aber das schaffen wir auf jeden Fall noch. Diese blöden Polaris. Also die scheinen in der Klasse wirklich sehr, sehr gut zu sein. Vor allem was die Beschleunigung angeht. Top Speed müsste ich, glaube ich, ein bisschen besser sein mit dem Ding. Man sieht schon, wie der wieder abgeht. Das ist unnormal. Ich würde gerne mal echt mit so einem Ding fahren. Das ist immer ziemlich cool. Auf so einer Offroad-Piste. Weil die könnte schon richtig Spaß machen. Weil ich meine, die Dinger brauchen auch wirklich nicht für Leistung. Wenn sich 80 und 100 PS, das wird, glaube ich, schon reichen. Weil die sind halt leicht, die wiegen nicht viel. Und die können halt richtig gut Offroad fahren. Natürlich verhältnismäßig, das ist nicht sowas wie hier wie so ein Buggy. Aber für den Anfang reicht es schon mal. Mir ist die Frage, wo ich die da gar nicht fahren soll. Weil bei mir in der Umgebung gibt es jetzt nicht so viel. Also, wo man Offroad fahren könnte. Vielleicht durch den Wald oder so, aber so. Jetzt so eine richtige Strecke, wo man sich mal austoben kann, fällt mir jetzt nicht ein. Das gewinnen wir aber mehr als locker. Was würde echt mal Spaß machen. Ein bisschen quergegangenes Ziel. Was auch schön aussieht. Genug gewonnen, Boss. Gib den anderen auch mal eine Chance. Kleiner Scherz. Nur weiter so. Ich wollte schon sagen, anderen die Chance geben zu gewinnen. Da müssen sie aber auch die entsprechende Leistung zeigen. Weil gewinnen lassen, das geht nicht. Wenn sie fair gegen mich gewinnen, das ist natürlich in Ordnung. Da habe ich auch kein Problem mit. Und Z-Level hat 100.000 gewonnen vor 6 Stunden. Fast ein Mazda RX3 gewonnen. RX8 meine ich. RX8 R3. Aber 60.000 nehme ich auch. So, ein paar Fans. Die sind nicht mehr viele. Echt nicht mehr viele. So. Warte mal, und wir... Was haben wir denn hier? Guck ich mal da. So. Au. Reicht. Reicht. Ja. Nee, wenden brauche ich nicht, Anna. Ah!
Darf wieder springen. Das ist doch toll. Okay, da fehlt noch ein bisschen Leistung. Da wollen wir jetzt mal schön einen kleinen Sprung anlegen. Aber so weit werden wir nicht springen. Okay, ist doch fast 66 Meter. Ein oder zwei Sterne, ich weiß nicht genau. Denk mal ein. Oh, sogar zwei Sterne. Na Mensch. Nee, ich fahre jetzt mal kurz zum Festival. Tu mir da mal ein neues Offroad-Gefährt. Ich habe auch schon. Ups, ist das Mikro. Eine Idee, was es werden könnte, aber ich sag's noch nicht. Ich sag mal so. Der Wagen hat serienmäßig goldene Felgen, das kann ich sagen. Hat einen coolen Heckflügel. Und vorne eine Hutze. Mehr verrate ich nicht, das dürfte, glaube ich, eigentlich schon fast alles sagen. Oder man hätte zumindest eine Idee, was es sein könnte. Alter, das ist ganz schön riesig. Da muss man schon echt weit außen rum fahren. Wenn man da rein will. Baum! Da haben wir echt, Glück gehabt. Da sind wir wieder. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und das ist schön. Ich will an dem Wagen auch nichts groß ändern. Der sollte auch ungefähr am Ende die gleiche Klasse haben wie unser Auto. Der Automesse war richtig. Alle Anzeigen. Jetzt haben wir jetzt dafür ein bisschen nach hinten gehen. Ich kann einfach mal so ein bisschen den Fuhrpark hier durchspulen, was hier alles so Schönes gibt. Und zwar werden wir... Wo ist denn S? Und zwar natürlich S wie Subaru. Jetzt hat den hier, werden wir uns gönnen. Den Subaru WRX STI von 2015. Natürlich nehmen wir den im Canon Design in dem wunderschönen Blau. Nehmen wir jetzt das helle oder das dunkle oder Blau? Ah, das hellere sieht schon ganz schön sexy aus. Okay, die Felgen sind gar nicht mal so golden. Aber die vom alten, vom 2011er, die waren auf jeden Fall golden. Ich meine, das sieht doch sexy aus, oder? Ein Subi. Für 42.000 kaufen, ist ja nichts. Ich glaube, so ein Subaru ist auch in echt gar nicht mal so teuer. Ich meine, wenn man bedenkt, dass der 300 PS hat. Also da geht schon ordentlich was. Mit dem schönen Boxermotor hier. Da kann man schon ordentlich ballern. Der noch Allradantrieb ist auch also relativ sicher. Da ist er. Schick siehst du aus. Schick. Aber eine Sache, die ich mich frage, wie kann man bitte bei dem Subaru, bei dem Impreza, den Heckflügel abmachen? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann mir was tunen. Bitte was? Nein. Flügel können wir natürlich die Vorzeige ranmachen, der blöd aussieht oder abmachen. Auf keinen Fall. Seitenschweller. Okay, das ist gar nicht mal so uncool. Machen wir das? Ach komm, machen wir einfach mal. Nein, ich wollte auch mal gucken, was es da so Tolles gibt. Oh, ach du Scheiße. Wir auch noch so ein Hutze oben. Und beides. Nehmen wir das, nehmen wir noch relativ stock, sage ich mal. So. Habe ich ein bisschen Leistung, gar nicht schlecht. Wir machen mal Auspuff. Und vielleicht Ventile. Ja. Dann nicht bremsen. Bessere Bremsen sind immer gut. Wie viel besser? Da stand da gerade 9%, 8%. Alter. Dann bauen wir Rennfedern ein. Wir werden den Wagen aber gleich wieder höher legen, also keine Angst. Und noch ein bisschen... Geht auch ein Getriebe vielleicht? Jawohl. Noch hier. 12,7 Kilo bringt die Antriebswelle. Und genau 700.
Das ist doch 1A. Ja. Bisschen mehr Leistung haben wir jetzt auch. Kostet uns auch nur 16.000. Ist auch nur ein dezentes Tuning. Dann gehen wir mal raus hier aus dem Außenposten. Schauen uns den Kleinen mal an. Oh, da ging schon. Alter. Okay, da weiß ich schon, was wir auf jeden Fall ändern werden. Und zur Autotune natürlich. Wir werden den Wagen wieder hochlegen. Auf vorne 18,8 cm und hinten auch. Das Getriebe muss natürlich kürzer. Da rennt fast 280. Okay. Noch hier mal ein bisschen kürzer. Noch einfach mal so. Ja, das passt so. Der ist geil. Bremsen. Achso, die Felgen wollte ich jetzt auch gar nicht ändern, weil die fand ich eigentlich ganz gut. Von Subaru. Ist das Rennen nicht. Achso, als Meisterschaft fehlt es noch. Achso, ja, gut. Das stimmt. Wollen wir hier oben so ein Rennen machen, vielleicht? Was haben wir hier? Unentdeckte Strecke. Ich glaube, die sind wohl auch nicht gefahren, oder? Nee. Fahren wir mal da an. Komm lieber schnell vorbei und hol dein Monaro GTS ab, oder ich werde mich nie von ihm trennen können. Ah ne, wir warten auch, bis der andere auch fertig ist. Das ist zweiter Scheunfund. Das ist geil. Subi. Sub, sub. Können wir doch mal von beiden hier ein Foto machen. Wieder etwas Geld zu kassieren. Und der X5M und noch ein Evo 9. Auch ein schöner Wagen. Aber nicht so gut oder vor allem auch nicht so schön wie dieser Subaru. Also da sieht der 2015er nochmal deutlich besser aus als der 2011er. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hochgeschwindigkeitswüstenfahrt. Okay. Könnten ja auch machen. Natürlich die Blaupausen. Da können auch eine erstellen, theoretisch. Natürlich Modern Valley. Renneinstellung. Tageszeug und Nachmittag. Wolkenregner, Cyberschutz fliegend. Was gibt es hier noch so als zur Auswahl? Weisen Special, Bahnfeins. Evo gegen Gepresa, das ist doch cool, das nehmen wir. Erstellen. Das machen wir jetzt mal. Das passt doch. Meine Evo ist ja quasi der Hauptkonkurrent gegen den Impresa. Wobei ich den Subaru deutlich besser finde. Vor allem, weil beim Evo, da kam lange nichts mehr Neues raus. Weil der Evo 10 war ja der letzte. Ups, mein Popschutz ist verrutscht, sehe ich gerade. Der Evo 10 hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist ja nicht mehr ganz der neueste. Deswegen sieht er halt auch ein bisschen veraltet aus. Und ich fahre hier nur Impresa und Evos mit. Jetzt haben wir hier einen Evo 6, den neuesten Subaru, 2005er, Evo 10, der Subaru hier Impresa Hatchback, glaube ich. Evo 6, dann mein Vorgänger, 2020B STI, STI, genau, nein, STI. Noch Lancer MR von 2004, das dürfte ein Evo 8 sein, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Oh, der Sound. Hallo, ich kam. Over.
finde auch beim Evo oder auch beim Subi, man sieht dem, finde ich, nicht an, dass der 300 PS hat. Weil das ist ja echt ganz schön viel, wenn man bedenkt, wie andere Autos aussehen, die 300 PS haben. Da ist der Evo doch sehr dezent. Könnte man noch gut als Familienauto nehmen. Man hat 4 Türen, oder halt, Kofferraum wäre es denn 5. Da passt alle was rein. Der hat, glaube ich, gar nicht so kleines Kofferraumvolumen. Das ist eine Limousine, aber das wird trotzdem reichen. Wenn man jetzt nicht 2 Wochen mit einer vierköpfigen Familie in Urlaub fahren muss, dann sollte das eigentlich gehen. Hopp. Alter, das ist geil. So wie lässt fliegen. Oh, das war ein bisschen spät, das war zu spät. Könnte vielleicht echt mal die Schwierigkeit hochstellen. Ein höheren, ist ja dann, glaube ich, Profi. Kann ich ja dann von den nächsten rein machen. Ich kann mal ein bisschen hier von innen fahren. Also so wie ein richtig geiles Auto. Ist auch fast so die einzigen Wellen. Aber das ist die Subaru baut, finde ich. Ein Fräser. Den können sie auch gerne noch ganz viele Jahre weitermachen. Da können sie auch, denke ich mal, ihre, ich sag mal, ich würde sogar sagen, Vormachtstellung gegenüber dem Evo, man sagen, ausbauen. Und ich denke, Subaru ist doch deutlich beliebter als ein Evo. Zumindest wenn es um die neueste Generation von beiden geht. Also der, was denn jetzt der Evo 10 wäre und der Subaru hier. Alter, ich verbremse mich hier dauernd. Was ist da los? Das wäre jetzt eine schöne Haarnadelkurve gewesen, um die Handbremse mal zu benutzen. Ich hab's leider verkackt. Ich Idiot. So. Komm, nicht so weit rauskommen. Da war nicht der Checkpoint. Was hier? Ja, durchs Wasser fahren. Und hinten sehe ich auch schon das Ziel in der Ferne. Zumindest auf der Karte. Ja, der Subaru hat sich ja doch ganz wacker geschlagen. Oh, jetzt ist dreckig geworden. Passt natürlich. Alter, das sieht cool aus hier so mit dem Regentropfen. Alter. Und rückwärts durchs Ziel. So muss das. Ein weiterer Sieg. Genau das wollen die Fans und ich sehen. Das hoffe ich doch. Und hoffentlich wollen das auch meine Zuschauer sehen. Das war geil. Das hat echt mega Spaß gemacht. Und haben wir schon das Schaurennen freigeschalten? Erstmal GP. Und reicht das? Ich glaube zwar nicht, aber... Ah, es wird knapp. Nur noch 5000. Es regnet. Oh. Mal so bist du auch wieder sauer. Haben sie noch schnell gewaschen in der Ladezeit. Ich würde gerne mal sehen, wie schnell die so ein Ding waschen. Ich weiß, wir können auch hier vielleicht den Driver da suchen. Und natürlich fahren wir. Wer fällt ein? Dass es so gut gehen wird. Komm. Probieren geht über Studieren. Was soll da schon schief gehen? Aber Schlimmeres als sterben geht ja nicht. Ich den Wagen natürlich zerlegen, das geht auch. Heubein! Nicht gut. Doch, Heubein! So, also gegen Heubein sollte man auch nicht fahren. Ich habe gehört, die können einen ausbremsen. Das könnte Schäden am Auto geben. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Und wen soll ich finden? Welchen Driver da? NOC Demon. Okay, auch hier eine schöne Fähigkeit gerade. Würde ich gerne haben. Fast 60.000.
fahren jetzt mal hier lang. Aber noch mit dem Gehschild, das ist uns jetzt mal relativ egal. Gucken, ob er hier irgendwo rumfährt. Ah, umdrehen, umdrehen. Hallo, mein Freund. Ist ein Chevrolet? Ja, und zwar eine Camaro Z28, okay, D-Klasse. Die sollten wir locker verspeisen. Wenn wir mal ein bisschen hier abkürzen. Oh, das ging sogar gut. Das nicht. Tja, weil das kann man mit deinem Ding, seinem Ding nicht machen, mit Camaro. Würde ein bisschen schwer werden, auch mit der Federung, die der hat. In 400 Metern links abbiegen. Könnte das Auto eventuell Schaden nehmen. Oder zumindest mehr Schaden als meins. Also bis 200 Meter lang düsen ist auch nicht so gesund. Oh Gott, nein, nein, kein Baum küssen. Danke. Und, ja, gewonnen. Hoffentlich haben wir jetzt auch genug Fans bei der Show rein. Ich denke mal schon. Der Avatar bereit zum Rekrutieren. Die Tinte ist trocken. Fahrer Nummer 3 ist an Bord. Ja. Ups. Es gab auch tatsächlich jetzt keine Fans. Hallo Fabian. Ich habe einen neuen Kandidaten für deine Aufstellung entdeckt. Der Kandidat ist irgendwo in diesem Gebiet. Das ist schön, aber was wir jetzt noch machen... Machen wir noch ein Rennen? Oder lassen wir es denn fürs nächste Mal? Ich würde sagen, okay, den Schweinfund können wir noch machen. Das geht auf jeden Fall noch. Ich glaube, geht es auch schon 27 Minuten. Aber das machen wir jetzt noch. Wenn schon Schweinfunde, dann richtig. So, hier noch den alten Subi, hoffentlich den anderen hier auch. Mist. Müssen wir nochmal machen. Weil hier war auch ein Wagen, den wir nicht fotografiert hatten. Was? Nee. Ach, das haben wir zweimal den gleichen Wagen. Ach so. Na gut. Da ist noch ein Baum. Das wollte ich zwar nicht sagen, aber... Der ist hier auch. Zwar nicht nur einer. Sondern ein wunderschönes EP-Schild, was ich gern hätte. Dann kann ich auch vielleicht ein Wheelspin. Wenn das auch ein gutes EP-Schild ist. Aber es sieht nach einem, ja, Tausender aus. So, Drohnenmodus. Und dann wieder ab geht's ans Suchen. Weg da. Und wieder hier lang. Ich soll ein bisschen außen schauen. Und hier schon was erkennt. Ist auch kein kleines Gebiet, würde ich sagen, aber teilweise sehr weitläufig und sehr offen. Dann sollte es eigentlich nicht so sehr schwer sein, die Scheune zu finden. Vielleicht hier oben oder so. Und auch hier oben lang. Das ist nur die Schiene. Achso. Wir schauen doch nochmal ein bisschen weiter außen. Aber ich kann ja auch natürlich immer am Rand sein. Das ist nicht ausgeschlossen. Okay, das ist sehr, sehr offen. Kann man relativ gut einsehen. Das war ein ganz schön großes Gebiet, ey. Meine Güte.
So, wo ist jetzt die Scheune? Ich will den Wagen haben. Wird sicherlich was Cooles sein. Da steht nur ein Trecker. Das ist jetzt mal relativ uninteressant. Warte. Das sieht doch schon mal sehr nach. Ja, da haben wir sie. Noch ein Trecker. Da siehst du. Ich würde sagen, ich bin ein Profi-Scheunenfinder. Das ist ja auch sicherlich ein Wort. Da oben ist sie. Oh Gott. Komm hoch. Ich finde, der Wagen hat auch genug Leistung. Also, noch mal einen schönen Fahren. Das ist auch sehr angenehm und das ist ein Baum. Den konnten wir zum Glück umfahren. Also da haben wir noch mal Schwein gehabt. Da vorne. Hallo. Gehen diesen Wagen, der da drin steht. Ist Ihnen sicherlich nicht aufgefallen, ne? Dass das so eine Garage ist, die nicht Ihnen gehört. Aber ist nicht so schlimm. Hier in den Wagen auch. So ein alter Ferrari wäre immer schön. Nur so ein alter Rennwagen halt. Und ab dafür. Yes! Sieh dir diese Linien an. Das ist nicht irgendein Ferrari, das ist ein 166. Das erste Auto, mit dem sie Le Mans gewonnen haben. Das Auto, mit dem alles begann. Und das arme Ding sieht aus wie Sand gestrahlt. Ferrari hat damit Le Mans gewonnen. Cool. Also jetzt haben wir ich auch den nächsten Ferrari Scheunfund. Zurück in die Werkstatt und bring ihn wieder auf Hochglanz. Ich rufe dich an, wenn er fertig ist. Macht das, Kollege. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir die Scheunfunde abholen. Also einmal, ne, der Holden. Was war da noch? Der Dodge Dart natürlich. Ne, Dodge Charger Daytona. Und jetzt der Ferrari. Aber die Folge ist jetzt leider zu Ende. Schade, jetzt werde ich auch nicht mehr weiterspielen. Oder zumindest nicht mehr die Karriere. Multiplayer bestimmt schon auch nachher. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn wir unseren wunderschönen Subi weiterfahren. So, ich bin raus und ciao.